Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin erstaunlich nah bei der CDU. In der Tat, die FDP hat mit diesem Antrag ein wichtiges Thema angesprochen. Es ist teilweise von Herrn Wedel für Sie, Frau Schneider, fleißig recherchiert, doch im Beschlussteil unausgegoren, viel zu schlicht und nicht zu Ende gedacht, was die Rechtsfolgen angeht. Deshalb ist es gut, dass wir uns das noch mal genauer ansehen. Und ich hoffe, wir sind uns in diesem Hause einig, dass ein guter Platz für Kinder und Jugendliche, die Schule, Jugendverbände, Jugendzentren, Jugendhilfeeinrichtungen, Clearingstellen, dass das sind gute Orte für Kinder und Jugendliche und nicht das Standesamt, der Traualtar oder das Ehebett. Wenn Rechte des Kindeswohls und das Persönlichkeitsrecht Einzelner sich gegenüberstehen, dann muss für uns der Schutz der Mädchen im Vordergrund stehen. Das ist selbstverständlich. Aber um eben zur Umsetzung des Ordre Republik, das der Kollege Wolf schon angesprochen hat, dass es eben mit unserem deutschen Familienrecht übereinstimmen muss, müssen wir eben auch sensibel vorgehen. Und das, was Sie da im Beschlussteil an platten Formulierungen haben, passt da nicht zu. Denn wir haben ja jetzt schon eine Praxis, was die minderjährigen Geflüchteten betrifft, mit einem sortierten Clearingverfahren der Jugendämter, mit Jugendhilfeträgern, die Erfahrung mit der Zielgruppe haben. Auch da wurde die Clearingstelle in Bielefeld, die da sicherlich schon einen besonderen Erfahrungsschatz hat, aber auch andere sind hinzugekommen, besondere Wert. Und die Rechtsfolgen, die hat die FDP überhaupt nicht bedacht. Sollen denn bestehende Ehen aufgehoben werden? Sollen bestehende Ehen suspendiert werden? Sollen sie gar annulliert werden? Was heißt das für Rentenansprüche von Ehen, die vor 40 Jahren von Minderjährigen geschlossen wurden? Das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Was heißt das für die Schulpflicht beispielsweise, wenn Minderjährige der Schulpflicht nicht nachkommen, wo sonst die elterliche Sorge greift? Was heißt das eben im Sorgerecht? Weil wir wissen, dass eigentlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern nach einer Eheschließung erlischt. All das ist nicht fertig, nicht zu Ende gedacht. Auch möchte ich noch erinnern an die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die schon angesprochen wurde. Die hat sich auf den Weg gemacht, und ich möchte den rheinland-pfälzischen FDP-Kollegen Justizminister ermuntern, sich in dieser Arbeitsgruppe einzubringen. Und dann hoffen wir, dass wir hier bald Ergebnisse haben und wir das hier selbstverständlich inhaltlich begleiten, aber bitte nicht so schlicht, wie Sie es hier darstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau